auf dem Neujahrsempfang der NPD in Büdingen. Hier jetzt zu Gast Sebastian Schmidtke. Hallo Sebastian. Hallo, grüß dich, Ingo. Ja, du bist ja in letzter Zeit viel auf Wanderschaft. Man sieht das in den sozialen Netzwerken. Wie kommt das? Ja, im Endeffekt gibt es drei Punkte eigentlich, warum ich viel wandern gehe. Der erste Punkt selber ist natürlich, man muss, und das sollten wir auch alle und uns selber arbeiten, seine eigene Heimat kennenlernen. Bevor wir nämlich anderen Leuten was erzählen von Heimatverbundenheit und so weiter und so fort, sollte man natürlich seine eigene Heimat kennen. Der zweite Punkt ist, ja, ich als Städter aus Berlin kann auf Dauer nicht diese Stadt ertragen, muss man offen sagen, wie es ist. Nicht nur, weil es eine Stadt ist, sondern vor allem auch durch die Situation, wie es in der Stadt aussieht und was für neue Menschen dazukommen und so weiter und so fort. Das ist der zweite Punkt, man braucht den Ausgleich aus der Stadt. Also das finde ich persönlich echt wichtig. Und der dritte Punkt, also ich mache ja nicht Wanderungen, sag ich mal, von 10 Kilometern am Tag. Wenn ich wandern gehe, dann beträgt es viele, viele Kilometer und manchmal auch über eine Woche, ist der körperliche Anreiz für sich selber, dass man für sich körperlich was tut und auch fit bleibt. Das sind so die drei Punkte, warum ich wandern gehe. Ja. Was sind deine Vorschläge, wie man unsere Heimat wirklich erhält, auch für zukünftige Generationen? Erhalten, da fängt es ja, ja, ist eigentlich noch eine philosophische Frage irgendwo, wenn man so möchte, also tief möchte ich jetzt nicht gehen. Erhalten ist ja erstmal, dass man seine Kultur erhält, dass man sein Volksgut erhält, Kultur, Sprache und so weiter und so fort. Damit geht das Ganze los. Natürlich auch Kinder in die Welt zu setzen und so weiter und so fort. Das ist erstmal das Wesentliche, weil da können wir nichts dran ändern. Da können wir nicht 60 Jahre warten, bis sich was verändert. Das muss gleich passieren. Wir müssen gerade als heimatbewusste Menschen immer diese Kultur uns im Kopf behalten. Und da ziehe ich halt dieses Wandern auch dazu, weil das ist nun mal die Heimat kennenlernen. Diese Identität, die haben wir nur als heimatbewusste Menschen. Das haben Linke und so weiter in der Regel nicht, diese Heimatverbundenheit. Daher ist das Wesentliche Kultur erhalten, Kinder in die Welt setzen und sich natürlich auch um den politischen Kampf natürlich zu kümmern. Gerade als Städter ist es ja schwierig, von wirklicher Sicherheit in Berlin zu sprechen, oder? Ja, also Berlin muss man natürlich, sollte man sich manchmal auch nicht zu schlimm vorstellen. Es gibt natürlich einen Bezirk, wo ich wohne, Treptow-Köpenick, da haben wir einen Ausländeranteil bis vor einigen Jahren von 3% gehabt. Da fühlt man sich noch halbwegs sicher. Ja. Das muss man auch mal sagen, wie es ist. Aber natürlich, umso weiter ich Richtung West-Berlin rüberkomme oder nach Wedding, Neukölln und so weiter, ist natürlich ich persönlich für mich da nicht sicher. Und ich denke auch gerade als junge deutsche Frau oder jung oder ältere deutsche Frau fühlt man sich mit Sicherheit auch in der U-Bahn in diesen Bezirken nicht sicher. Und deswegen gibt es ja auch oft diese ganzen verschiedenen Zeitungsartikel, wo es drinsteht, was passiert. Und das Sicherheitsgefühl in so einer Großstadt, gerade in den West-Berliner Bezirken, ist nicht angenehm. Nein. Die NPD macht ja die Schutzzonenkampagne. Das ist ja ungefähr seit einem halben Jahr jetzt mittlerweile richtig in Fahrt gekommen. Aber Schutzzonen alleine reichen ja nicht, oder? Richtig, aber es ist ein guter Ansatz natürlich, um auch den Leuten zu sagen, dass außerhalb der Polizei, die natürlich nicht überall mehr präsent sein kann, weil sie über Jahre kaputt gespart ist, dass es immer noch Deutsche gibt, die sich um die Sicherheit in unserem Land, in Städten, Gemeinden, Dörfern, wo auch immer mittlerweile die Schutzzonen überall ist. Das ist ja in mehreren Bundesländern, ich glaube 11 Bundesländer sind es mittlerweile, wo regelmäßig Schutzzonenstreifen geführt werden. Es ist ein Anfang. Das können wir außerhalb von Wahlkämpfen wunderbar machen, weil das sollten wir uns gerade als NPD und als Partei nämlich auf die Fahnen schreiben, dass Wahlkämpfe zwar gut und schön sind und wichtig auch sind, aber das außenrum, außerhalb von Wahlkämpfen, das ist noch viel wichtiger, um Menschen zu überzeugen und auf unsere Seite zu holen. Wo wir von Wahlkampf sprechen, wie gesagt, heute ist Neujahrsempfang, Neujahrsauftakt. Die NPD tritt ja auch zur Europawahl an, um hoffentlich dann mit größerer Mannstärke ins EU-Parlament einzuziehen. Du bist, glaube ich, auf Listenplatz 5. 4. 4? Ja, 4 Listenplatz 4, ja. Was sind deine persönlichen Ziele? Wenn du einziehen solltest, was würdest du als erstes angehen? Ich sage ganz offen, ich halte ja von der EU, wie unsere ganze Partei, nicht viel. Und mir persönlich ist es wichtig, diese EU zu demaskieren, um unseren Landsleuten zu zeigen, das läuft dort verkehrt. Ich will an dieser EU nicht rumdoktoren. Das ist ja wie das Gleiche an diesem System und an der bestehenden Demokratie in Deutschland möchte ich auch nicht rumdoktoren. Ich möchte was Neues und ähnlich ist es ja mit der EU. Ich möchte unseren Volksgenossen zeigen, was in dieser EU los ist, und das kann man auf verschiedenen Wegen natürlich, mit Anfragen, das kann man, indem man sich verschiedene Recherchen, die man denn als Möglichkeit hat, mit seinen Angestellten und so weiter, um unseren Landsleuten zu zeigen, dass die EU Mist ist. Das ist mein Ziel eigentlich dort in der EU. Es gibt ja europaweit mehrere Parteien in verschiedenen Ländern, die im Grunde genommen ein sehr ähnliches Parteiprogramm haben wie die NPD auch, Erhalt des Volkes und so. Wie sind die Chancen da auf eine größere Fraktion im EU-Parlament jetzt zur Wahl? Also ich denke, und das hört man ja auch, man sieht es vor allem auch an Umfragen in anderen Ländern, dass sich da mehr tut. Momentan sitzen wir ja mit Udo Vogt als fraktionsloser Einzelabgeordneter da drin im Endeffekt. Und ich denke, dass nicht nur die konservativen, also die nationalkonservativen Kräfte und so weiter oder bürgerlichen Kräfte dazugewinnen werden, sondern auch die nationalistischen Kräfte in Europa. Und ich denke, dass wenn es genug gibt, die einziehen, woran ich fest glaube momentan, dass dort endlich eine größere Fraktion von nationalistischen Kräften endlich an der
dieser Willensbildung, sag ich mal, in diesem EU-Parlament mitwirken kann. Also da bin ich relativ zuversichtlich, dass das dieses Jahr passieren wird. Gerade jetzt in der letzten Zeit sind ja jede Menge Beschlüsse gefasst worden im EU-Parlament. Man könnte gerade von Torschlusspanik sprechen, ja. Wie siehst du das? Genau, das ist nämlich der Grund, weil natürlich diese ganzen Typen, die da arbeiten und da oben an der Macht sitzen in der EU, die verfolgen natürlich diese ganzen Meinungsumfragen, die verfolgen, was in den Ländern abgeht, die sehen, was in Frankreich los ist, die wissen, was in den osteuropäischen Ländern vor allem los ist. Und davor haben die natürlich Angst, dass sich plötzlich was ändert, dass sich vielleicht sogar Mehrheitsverhältnisse irgendwann im EU-Parlament ändern, weil das wäre das Fatalste, was passieren könnte, genau für diese Scheindemokraten. Und daher passieren genau solche Anträge jetzt schnell noch alles durchwinken, bevor die Nationalisten kommen. Also das ist so meine Einschätzung darüber. Dieser Migrationspakt ist jetzt beschlossen worden in Marrakesch. Gerade die viele westeuropäische Länder, Spanien, Frankreich, England, haben da zugestimmt. Eine BRD ja auch, nicht Deutschland. Richtig. Wie sind die Chancen, dass man da das irgendwie wieder rückgängig machen kann? Also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, diesen Migrationspakt, den gibt es inoffiziell ja nun weitaus länger. Wir werden ja nicht plötzlich seit 2015 oder jetzt seit Ende 2018 überflutet von Ausländern. Diese Überflutung gibt es seit den 50er Jahren. Also da hat es langsam angefangen. Und ich glaube, es ist einfach ein formeller Akt gewesen, aber viel wichtiger ist einfach, seine Grenzen zu schützen. Und dann ist mir dieser Migrationspakt doch vollkommen egal, weil dann sind sie eh vor verschlossenen Türen und dann hat sich das Ding erledigt. Also sofern dieser EU-Austritt irgendwann hoffentlich gelingt, erledigt sich dieser UN-Migrationspakt zu gleichen Punkt. Also dementsprechend bin ich da sehr zuversichtlich, dass das über die Jahre gelingt. Und daher ist mir dieser UN-Migrationspakt persönlich vollkommen egal, weil wir werden eh momentan überfremdet, auch davor. Was können wir tun, damit Deutschland, damit die Völker Europas wieder eigenständig, souverän handeln können, damit sie wieder ihre eigene Kultur entfalten können? Wichtig ist vor allem, dass wir uns nicht gegenseitig mehr die Köpfe einhauen als europäische Nachbarstaaten. Das ist eigentlich das Wichtigste, was in den letzten Hunderten von Jahren leider viel zu oft passiert ist. Und wenn wir schaffen, dass wir als Völker Europas zusammenhalten, dann wird ja der Umdenkprozess auch in den Völkern selber wieder mit sich gehen und dementsprechend wird auch wieder die Kultur viel mehr gelebt werden, wenn wir endlich diese Möglichkeit haben, souverän zu sein, als jeder Nationalstaat, nicht als EU-Moloch, sondern Staat für Staat, Land für Land, Volk für Volk. Und dann, denke ich, wird auch Europa und seine Staaten, seine Länder und seine Völker noch zu retten sein. Sebastian Schmidtke, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.